Hast du es dabei? Ja. Na dann los. Was bei einer Ouija-Session schiefgehen kann. Wir laden dich in unsere Runde ein. Wenn du da bist, puste die Kerze aus. Nicht du, Dad. Oh, ihr habt gar nicht mich in eure Runde Nein. Oh. Nervige Eltern sind zu Hause. Dad, bist du das? Jot? Warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich nicht mit zum Fischen genommen? Dann hätte ich den Unfall vielleicht... Es antwortet... H-D-M-M? Halt dein Maul! Sorry, das war ich, das musste sein! Was? Emo! Einer manipuliert! Wer bist du? M-5-4? M54? Meinst du, das ist ein 54-jähriger Kerl? Was suchst du in dieser Welt? S-E? Wow, alles klar, du Perversling! Wartet, es bewegt sich wieder! U-P-S-F-C? Ups, FC, was bedeutet... FC, falscher Chat, es bedeutet falscher Chat. Den falschen Geist gerufen. Los, Kreatur, zeig dich! Hi, ich bin Doris. Weißt du, wie es ist, erwürgt zu werden? Mensch, eine richtige Smalltalk-Expertin, was? Das Mädchen aus Ouija 2 sucht dich heim. Habt ihr gesehen, wie sie das geschrieben hat? Nein. Es ist nämlich... Seht selbst. Justin Bieber, ich liebe dich? Oh mein Gott, sie ist vom Teufel besessen! Cheers, Mates, das war meine Animation zu Ouija, Ursprung des Bösen. Und falls ihr Bock habt, diesen Film zu sehen, könnt ihr das gemeinsam mit mir, Robert Hofmann und Nino von Nino Taco TV am 19. Oktober in München. Und hierzu verlosen wir 190 Tickets. Wenn ihr gewinnt, könnt ihr eine Begleitperson gratis mitnehmen. Falls ihr Bock habt, dabei zu sein, guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link, da müsst ihr einfach ein Formular ausfüllen. Und wenn ihr ein bisschen Glück habt, gewinnt ihr. Und wir sehen uns am 19. Oktober. Jetzt gibt's nochmal den Trailer für Ouija, Ursprung des Bösen. Und ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, wir sehen uns dann. Tschüss! Lasst uns beginnen. Wir laden dich in unseren Zirkel ein. Wenn du das bist, gib uns ein Zeichen. Das ist alles nur ein Schwindel. Wir greifen Kunden nicht an. Wir helfen Menschen. Wir helfen ihnen, Frieden zu finden. Du bist total seltsam. Sagen Sie, hat sie öfter Probleme? Nichts allzu Beunruhigendes. Was ist denn das? Ein Ouija-Brett für die Arbeit. Geist, kannst du mich hören? Ja, wir können es. Mit wem redest du denn da, Doris? Was denn? Daddy? Bist du hier? Wer bist denn du? Deine Schwester bringt dich heute zur Schule. Ich will nicht zur Schule! Ich will zu Hause bleiben und mit meinen Freunden reden. Mit welchen Freunden? Ich zeig es dir. Bist du hier? Hier geht irgendetwas vor, das wir nicht verstehen können. Ich mache mir Sorgen um ihr Mädchen. Was hat das zu bedeuten, Pater? Was machst du denn? Gar nichts. Die Welt der Geister ist gefährlich. Sie haben uns beobachtet, die ganzen Jahre. Sie haben das Brett benutzt und damit ein Portal geöffnet. Soll ich dir was Cooles erzählen? Na klar. Weißt du, wie es sich anfühlt, erwürgt zu werden? Als erstes fühlst du den Druck an deiner Kehle. Und dann schmeckst du auf einmal etwas ganz Saures in deinem Mund. Dann ist es, als würde jemand ein Streichholz anzünden. Und zwar mitten in deiner Brust. Und dieses Feuer wächst weiter. Es füllt deine Lungen und deine Kehle. Es reicht sogar bis hinter deine Augen. Und das Letzte, was du fühlst, ist Kälte. Gute Nacht, Romeo. Es ist doch nur ein Spiel.